Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, die Sims Suchtis. Ja, ich vertrete heute mal wieder den Discord-Server Sims for Suchtis mit einem weiteren Türchen für den dortigen Adventskalender. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen YouTubern, die dort eben einen Adventskalender für euch ins Leben gerufen haben. Und heute ist mal wieder mein Kanal dran. Ja, und ich habe für euch eine Lotterie mitgebracht. Das heißt, ich habe hier vier kleine Räume für euch gestaltet, die einen unterschiedlichen Wert haben. Das heißt, wir haben hier, wie in einer Lotterie, eben das immer so ist, ein Türchen mit einer Niete. Das heißt, es ist in dem Fall hier ein Päckchen Taschentücher, damit eure Sims danach heulen können. Ja, dann haben wir einen kleinen Trostpreis, einen recht schönen Preis und das, was jeder ersehnt, der absolute Hauptgewinn. Diese Türchen ermittelt ihr durch eine Zahl. Und zwar nehmt ihr dafür das DSS für die Sims Suchtis, die 12 für den Dezember und das jeweilige Türchen, was ihr euch jetzt aussuchen solltet. So sind die Regeln. Dadurch müsste sich eine Zahl ergeben von DSS von 121 bis 124. Und damit geht ihr direkt in die Galerie. Bitte nicht auf meine Seite, sondern direkt in die Galerie unter die Hashtag-Suche. Da gebt ihr jetzt hier eben den Hashtag ein und dann gebt ihr eure Zahlenkombination da oben ein, die ihr für euch ermittelt habt oder euch rausgesucht habt, geht dann hier über die Suche und dann sollte hier ja ein Raum erscheinen, den ich eben auch wie dieses Video erst am 16. Dezember freischalte. Und diesen Raum könnt ihr dann bei euch ins Spiel platzieren. Völlig umsonst, habe ich eben gedacht, damit es ein Gewinn ist. Und dafür müsste ich hier oben in die Cheat-Leiste einfach den Cheat bb.enableFreeBuild, das sollte jetzt hier unten nochmal auftauchen, eingeben, bevor ihr den platziert. Und dann bekommt ihr diesen Raum völlig umsonst dahingestellt. Ja, könnt dann die Sachen, die dort sind, im Live-Modus eben dann wieder verkaufen. Und das Geld, was da drin ist, dann eben einheimsen und eure Sims können sich dann dafür ihre Wünsche erfüllen, die sie eben so haben. Es wäre eben schön, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr unter den jeweiligen Raum, den ihr dort runterladet, für euch einen Kommentar da lasst, damit ich einfach weiß, wer hier viel Glück hatte und wer weniger Glück hatte. Das würde mich echt freuen, um einfach mal zu sehen, ja, wie verschieden das so ausfällt. Ja, das war's praktisch schon wieder. Habe ich noch was vergessen? Ja, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Adventszeit. Ich wünsche euch schöne, friedliche Weihnachten. Mögen sich eure Wünsche und Träume erfüllen. Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr Spaß daran hattet und lasst mir ein Abo da, darüber freue ich mich dann wieder, wenn ihr das noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke bei mir. Ich lade eher unregelmäßig hoch und dann ist es schön, wenn ihr die Glocke habt, damit ihr auch wirklich die Benachrichtigung bekommt. Jetzt hat sie mal wieder was hochgeladen. Ja, das war's dann schon wieder eben. Einen schönen Tag noch und ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.